Jimmy Buffett lebte ein Leben, das so bunt war wie seine Lieder. Und er hat es in vollen Zügen gelebt, als er am 1. September 2023 im Alter von 67 Jahren verstarb. Lassen Sie uns auf einige seiner wildesten Geschichten zurückblicken, während wir sein Leben und seine Karriere feiern. Auf der Suche nach seinem Glück in Nashville veröffentlichte der junge Jimmy Buffett in 1970 sein erstes Album Down to Earth bei Barnaby Records. Es scheiterte und Buffett hatte keinen tragfähigen Plattenvertrag mehr. Und so gab der Musiker die Jagd für eine Weile auf und zog nach Key West, Florida, um dort einen entspannten, alkoholgetränkten Lebensstil zu führen. Er verdiente seinen Lebensunterhalt als Barmusiker und spielte für Getränke und Trinkgelder. Doch während er 1972 einen neuen Plattenvertrag bekommen hatte, beschloss Buffett beinahe, einen ganz anderen und weitaus illegalen Weg zu gehen. Key West, einer der südlichsten und relativ abgelegensten Teile des Landes, war ein wichtiger Einstiegspunkt für Drogen, die in die Vereinigten Staaten gelangten. In Ryan White's Jimmy Buffett, A Good Life All the Way, erklärte Buffett: "Gelegentlich war ich versucht, mich darauf einzulassen, denn damals wurde das Schiff tatsächlich mitten am Tag unten an den Garnelendocks entladen. Dort war alles ganz anders." Er behauptete, er sei von Drogenschmugglern angeworben worden, die ihm gesagt hätten, dass er mit einer einzigen Drogenlieferung doppelt so viel erreichen könne wie für Down to Earth. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Buffett Florida verließ und auf dem Weg war, viel mehr Geld zu verdienen, indem er über Florida singte. "Look, I'm putting on a Save the Whales concert tonight. Why don't you come? It's Jimmy Buffett." "Great, I love Buffets. What are they serving?" Es ist nicht sonderlich überraschend, dass Jimmy Buffett reich war. Schließlich sang und tourte er lange und verkaufte jede Menge Margaritaville-Fanartikel an seine schadenergebenden Parrotheads. Es ist jedoch ein wenig verblüffend, dass Buffett zu den reichsten Musikern aller Zeiten gehörte. Lassen Sie sich nicht von seinen Flipflops und Leinenhemden täuschen. Er hatte ein Bankkonto, das eher zu Warren Buffett passte. Alles in allem beläuft sich Buffetts Nettovermögen auf rund 1 Milliarde US-Dollar. Der Großteil dieser Summe stammte aus seiner klugen und erfolgreichen Vermarktung von Margaritaville als große Lifestyle-Marke. Fans können Kleidung, Schuhe, Heimdekoration, Tequila, Margarita-Mix und verpackte Lebensmittel in Margaritaville-Style kaufen, während mehr als 20 Margaritaville-Hotels, Resorts, Ferienclubs und Casinos in der Karibik und in wärmeren Gegenden der USA verstreut sind. Es gibt viele Margaritaville-Restaurants und die Margaritaville Brewing Company, die Landshark Lagerbier herstellt. Es gibt sogar Latitude Margaritaville, eine wachsende Kette von Altersheimen für Parrotheads. Über sein eigenes Merchandising-Imperium hinaus war Buffett einst Miteigentümer von Fort Myers Miracle, einem in Florida ansässigen Minor League Baseball-Team. Und selbst in seinen 70ern verdiente Buffett immer noch achtstellige Beiträge. Laut Forbes verdiente er im Jahr 2019 50 Millionen US-Dollar, mehr als Ariana Grande oder Jennifer Lopez. Margaritaville war Buffetts größter Hit, sein Signature-Song und die Inspiration für seine gesamte Marke. Es hatte auch eine Weile gedauert, bis Buffett es verstanden hat, denn es erschien auf Changes in Latitude, Changes in Altitudes, dem 7. Studioalbum des Sängers. Was ist also die Geschichte hinter dem Lied? Nun, der Singer-Songwriter wollte sich noch intensiver darum bemühen, das zu machen, was Produzent Norbert Putnam laut Sound on Sound als Platten über den Ozean bezeichnete. Putnam buchte Buffett und seine Band, The Coral Reefs, für einige Zeit in den Criteria Studios in der Küstenstadt Miami. Während einer Sitzung, so Putnam, sei Buffett eines Tages mit der Nachricht von einem Song angekommen, an dem er arbeitete. Putnam erinnerte sich: "Er kommt herein und erzählt mir von einem Tag, den er in Key West hatte. Er kam von einer Bar nach Hause, verlor einer seiner Flipflops, trat auf eine Bierdose und konnte das Salz für seinen Margarita nicht finden. Er sagte, er schreibe Texte dazu und ich sagte, das ist eine schreckliche Idee für ein Lied." Ein paar Tage später präsentierte Buffett den Text zu dem, was später Margaritaville werden sollte. Was Buffetts Songs angeht, ist Cheeseburger in Paradise in puncto Bekanntheit und anhaltender Beliebtheit nach Margaritaville der zweitgrößte. Er erzählt die Geschichte eines Mannes, der wie so viele andere in den 70er Jahren an einer gesunden Ernährung mit Karottensaft und Sonnenblumenkernen festhielt und sich nach einem Cheeseburger sehnte. Die Figur lebt in einem sonnigen Klima und ist nicht in der Lage, diesen Cheeseburger im Paradies zu bekommen. Eine Situation, die an Buffetts Inspiration für das Lied erinnert. "What's the inspiration here? I was very hungry." Buffett erzählte Songfacts, dass die Geschichte entstand, als er mit seinem ersten Boot eine Reise unternahm. Nachdem auf der Überfahrt von Hispaniola nach Puerto Rico das Schiff durch raues Wetter beschädigt wurde, befanden sich Buffett und Co. in einer schwierigen Lage. Wie er erklärte: "Das Eis in unserer Kiste war geschmolzen und wir machten die Konserven-Erdnussbutter-Diät." Als Buffett und seine Begleiter schließlich in Tortola landeten, entdeckten sie eine Bar und einen Grill am Dock. Unerwartet und verlockend standen auf der Speisekarte Cheeseburger im amerikanischen Stil. Cheeseburger im Paradies.
Buffett war einer der bekanntesten, beliebtesten Figuren der Popmusik und hatte obendrein eine Menge Hardcore-Fans. Vielleicht kann nur die Legion der Deadheads, der Grateful Dead, mit der Hingabe von Buffetts Parrotheads mithalten. Die straight-laced conservative Cincinnatians once each year turn themselves into partying Parrotheads in a matter of moments. Buffett baute sein Volk auf und versorgte es mit einem nahezu unerbittlichen Konzertplan. Seit 1972 ist kein Jahr vergangen, in dem der Singer-Songwriter nicht mindestens 2 Dutzend Konzerte auf Tournee gegeben hatte. Allein zwischen 1990 und 2014 brachten Buffetts Konzerte mehr als 400 Millionen US-Dollar ein. Dabei sind die Tour-Merchandise-Artikel noch nicht einmal eingerechnet. Das bringt ihn in einen exklusiven Club mit Leuten wie den Rolling Stones, U2 und Elton John, die alle Erfolge in den Single- und Albumcharts hatten, die diesen Live-in-Konzert-Erfolg widerspiegelten. Aber seltsamerweise war Buffett nie ein breiter Mainstream-Akt, der immer wieder die Charts anführte. Er landete nur einen Top-10-Hit in den Billboard Hot 100 Pop-Charts, wobei Margaritaville bereits 1977 auf Platz 8 landete. Er landete 2 Nummer-1-Hits, beide in den Country-Charts und beide in den 2000er-Jahren, als Gastinterpret bei Liedern von Alan Jackson und der Zac Brown Band. Und sein Bestseller-Album war ein Schläfer, denn die Sammlung der größten Hits, Songs You Know By Heart, erreichte einen bescheidenen Platz 100 der Billboard-Album-Charts, bevor sie sich langsam 7 Millionen Mal verkaufte. Das Medienemporium von Jimmy Buffett beschwört und fördert den entspannten, luftigen Lebensstil der Insel. Ist es schwer, seinen Liedern zuzuhören und nicht davon zu träumen, das Leben aufzugeben, um auf die Florida Keys zu ziehen und den Tag damit zu verbringen, im Paradies Cheeseburger zu essen und Margaritas zu trinken? Und doch gönnte sich der Mann, der von den Freuden des Alkohols und anderer Genüsse sang, selbst nicht viel davon. If you had as many bought for you or offered to you as I have, you know, I kind of. Denn wie hätte Jimmy Buffett trotz aller seiner geschäftlichen Unternehmungen und anderen Verpflichtungen so betrunken bleiben können wie eine Figur seiner Lieder? Tatsächlich war Buffetts Leben überhaupt nicht so, wie man sich es vorstellen würde. Der Musiker sagte der New York Times im Jahr 2018, ich esse keinen Zucker mehr, kein Zucker und keine Kohlenhydrate, außer am Sonntag. Er hörte auch mit dem Rauchen von Marihuana auf und zog es stattdessen vor, gelegentlich und erst nachdem er mit allen seinen Arbeiten für den Tag fertig war, einige Vapeöle zu inhalieren. Buffett, der ein Musical schreibt, scheint ungefähr so wahrscheinlich wie Herman Wook, der einen leichten Comicroman über das Leben der Insel schreibt. Und doch geschahen beide Dinge. Und sie drehen sich um Don't Stop the Carnival, ein Roman von Wook aus dem Jahr 1965. 1997 schrieb Buffett die Lieder für ein Musical, das auf Don't Stop the Carnival basierte und die sehr Buffett-freundliche Handlung über einen überarbeiteten New Yorker enthält, der in einer Midlife-Crisis steckt und alles aufgibt, um in der Karibik live aufzutreten. Don't Stop the Carnival machte nie Halt am Broadway, obwohl einige Investoren Buffett darauf ansprachen. Buffett hatte auch andere Angebote in Betracht gezogen, seinen Insel-Flair auf den Great White Way zu bringen. Ein Angebot, eine One-Man-Show zu machen, kam nicht zustande, weil Buffett Geld verloren hätte, wenn er es getan hätte, anstatt auf Tour zu gehen. Letztendlich wurden die Fans jedoch mit Escape to Margaritaville verwöhnt, einem Broadway-Musical, das von My Name is Earl-Schöpfer Greg Garcia und Glee-Star Mike O'Malley geschrieben wurde, dessen Handlung auf Buffetts bekannten Melodien basierte. Your leads are incredible. I know, and they're acting like it's warm out here. Yeah. It's just great. I mean, they're professionals. In der amerikanischen Literatur gibt es eine Handvoll unbestreitbarer Größen. Autoren, die selbst Leuten ein Begriff sind, die noch nie eines ihrer Bücher gelesen haben. Das sind Leute wie Ernest Hemingway und John Steinbeck und ausgerechnet Jimmy Buffett. Im Jahr 1999 war er einer von nur 6 Autoren in der Geschichte der Bestsellerliste der New York Times, der Beliebtheitsliste der Verlagsbranche, die sowohl in der Fiction als auch in der Non-Fiction Platz 1 erreichte. Es sollte keine große Überraschung sein, dass ein Mann, der sich mit freizügigen Story-Songs einen Namen gemacht hatte, auch erzählende Prosa schreiben konnte. Und sein Roman Where is Joe Merchant und die Kurzgeschichtesammlung Tales from Margaritaville standen jeweils mehr als 30 Wochen auf der Times-Liste. Andererseits landeten seine Memoiren A Pirate Looks at 50 aus dem Jahr 1998 ebenfalls auf Platz 1. Seekühe. Diese riesigen, kuhähnliche, bezaubernden Meeresbewohner leben in den Gewässern rund um Florida. Die Erhaltung der Naturwunder des Landes, die so viele seiner Musik inspiriert haben, ist Buffett wichtig. Deshalb hat er viel getan, um Seekühe zu schützen, die in der Nähe von Florida und anderswo leben. 1981 schlich sich der Gouverneur von Florida, Bob Graham, bei einer Buffett-Show hinter die Bühne, um den Singer-Songwriter zu treffen. Sie kamen ins Gespräch und stellten fest, dass ihnen der Naturschutz und andere Umweltthemen am Herzen lagen, insbesondere das Schicksal der aussterbenden Seekühe. Gemeinsam gründeten sie das Save the Manatee Committee, eine Organisation, deren Ziel es war, das öffentliche Bewusstsein für das bedrohte Meerestier zu schärfen und Unterstützung für den Schutz aquatischer Lebensräume zu gewinnen. We've accomplished a lot, but there's so much more to be done.
Fast 40 Jahre nach der Gründung war Buffett immer noch Co-Vorsitzender des Vorstandes der Wohltätigkeitsorganisation, die eines der weltweit bedeutendsten Anliegen für Seekühe ist und ihren Mitgliedern die Möglichkeit bietet, eine wilde Seekuh zu adoptieren. Buffett war für die New Orleans Saints wie Drake für die Toronto Raptors. Mit anderen Worten, er liebte sein Team. Laut ESPN arbeitete Buffett, der unweit des Big Easy in Mississippi und Alabama aufwuchs, Ende der 60er Jahre als Barmusiker und hatte das Glück, 1967 das allererste Heimspiel der Saints zu besuchen. Diese Fangemeinde hielt über die Jahrzehnte durch und er freundete sich sogar mit dem Trainer der Saints, Sean Payton, an, den er Jahre zuvor kennengelernt hatte, als er Assistent der Dallas Cowboys war. Buffett war 2010 bei der Siegesparty der Saints nach dem Super Bowl anwesend und lud Payton 2012 auf die Bühne ein, um während eines Konzerts Bongos zu spielen. Im Jahr 2019 sang Buffett die Nationalhymne im Superdome vor dem NFC-Meisterschaftsspiel der Saints gegen die Los Angeles Rams. Aber während Buffett sich persönlich für die Saints interessierte, sieht das Geschäft anders aus, da er eine lange berufliche Verbindung zu den Miami Dolphins hatte. In den Jahren 2009 und 2010 spielte das Team im Landshark Stadium, nachdem Buffetts Biermarke die Namensrechte erworben hatte.